Da noch, oder? Egal. Guck. Ach, Scheiße. Hey, du bist ja auf Sendung. Okay, ich glaube, wir sind live. So, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer. Ich begrüße euch und Sie herzlich zur Verleihung des Blockbuster-Preises heute Abend. Mein Name ist Uwe Kalkowski. Ich arbeite für den Eichborn Verlag und starte diesen Abend mit ein paar Eckdaten zu diesem Preis. Der Blockbuster-Wettbewerb ist aus der Literaturblog-Szene heraus entstanden. Er wurde 2017 von Literaturblogger Tobias Nazemi ins Leben gerufen und findet dieses Jahr bereits zum dritten Mal statt. Der Ablauf ist zweistufig. Bei den beteiligten Literaturblogs, dieses Jahr waren es 10, können Autorinnen und Autoren unveröffentlichte Romanmanuskripte einreichen. 133 sind diesmal eingegangen. Die beteiligten Bloggerinnen und Blogger sichten die Manuskripte und beschäftigen sich intensiv mit den Texten. Jeder Blog wählt ein Manuskript aus, mit dem er in den Wettbewerb geht. Daraus ist die Longlist entstanden. Im zweiten Schritt beschäftigt sich eine Fachjury mit dieser Longlist und setzt 3 Manuskripte auf die Shortlist. Und aus dieser Shortlist wird heute der Siegertitel gekürt. 2020 besteht diese Jury aus der Literaturagentin Elisabeth Ruge, dem Literaturkritiker Knut Kortzen, der Autorin Alexa Henning von Lange, der Literaturbloggerin Alexandra Stiller und dem Eichborn-Programmleiter Dominik Pleimling, in dessen Wohnzimmer ich übrigens gerade sitze. Eigentlich war das natürlich alles ein bisschen anders geplant, aber da müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden, warum das jetzt so ist. Der Eichborn Verlag ist der diesjährige Partnerverlag des Blockbuster-Preises. Denn das Manuskript, das heute Abend gewinnt, erscheint als Buch bei Eichborn. Der Partnerverlag wechselt jedes Mal. Bei den ersten beiden Durchgängen des Preises waren es der Tropenverlag und der Verlag Kein und Aber. In den nächsten 70 bis 90 Minuten werden wir die 3 Autorinnen der Shortlist vorstellen, mit den Bloggerinnen und dem Blogger sprechen, die sie ausgewählt haben, hören, was die Jurymitglieder zu den Titeln sagen und dann erfahren, welcher der 3 Romane im Eichborn Herbstprogramm 2021 stehen wird. Ich wünsche uns allen einen spannenden Abend und gebe jetzt weiter an Elisabeth Ruge im Gespräch mit Dominik Pleimling. Ja, danke lieber Uwe für die Vorstellung des Preises. Ich bin Dominik Pleimling, Programmleiter des Eichborn Verlags. Das ist gar nicht mein Wohnzimmer, in dem wir sitzen. Das ist hier mein eigens eingerichtetes Influencer-Zimmer. Ich habe mir sogar heute für 27 Euro eine Ringlampe gekauft hier, weil ich habe mir sagen lassen, das ist sehr gut, wenn man Videostreaming macht, dass man so eine schöne Ringlampe hat. Genau, ich spreche jetzt mit Elisabeth Ruge, die ich jetzt gerade hier mal dazu schalte, wenn das funktioniert. Hallo, da bin ich. Hallo, liebe Elisabeth. Hallo, Dominik. Leider genau, ohne Ringlampe, aber trotzdem, glaube ich, hell genug erleuchtet, hoffe ich. Ja, das Bild ist sehr gut. Also das Problem ist mit dieser Ringlampe ist, dass ich einfach hier relativ frisch wohne und noch gar keine andere Lampe habe. Also ich habe eigentlich jetzt nur diese Ringlampe, die schleppe ich jetzt die ganze Zeit mit mir rum. Ja. Ich bin ja einige Runden jetzt schon dabei gewesen beim Blockbuster-Preis und muss sagen, dass ich in allen 3 Jahren doch sehr beeindruckt war von der Vielfältigkeit der Texte. Das bezieht sich auf das Genre, aber auch auf die Stimmen. Wenn man zurückschaut, der erste Preis ging ja an Tobias Seifert. Das war ein sehr, sehr spannend erzählter Roman, der die Lebensgeschichte und den Mythos um Bea Traven aufnahm. Dann
gewann Sebastian Gur. Das war ein bizarrer, wundersamer Roman, etwas vollkommen anderes. Das finde ich sehr schön und auch sehr beeindruckend. Und darin zeigt sich eben auch die Besonderheit dieses Preises, dass er doch auch eine sehr persönliche Note hat. Das sind ja Paare, die sozusagen auftreten gemeinsam, Bloggerinnen und Blogger und diejenige, die sie ins Rennen schicken. Und das hat irgendwie besonders viel Charme und hat mir immer gefallen. Und auch in diesem Jahr war es so, ich glaube, das können wir sagen, die wir alle in der Jury waren, dass es sehr, sehr unterschiedliche Texte waren und dass man eben wieder diesen sehr mannigfaltigen Einfluss der unterschiedlichen Bloggerinnen und Blogger mit ihrem Geschmack, ihrem literarischen Empfinden gesehen hat. Ja. Es muss ja auch im Verlag interessant gewesen sein, diesen Preis zu begleiten. Ja, also genau, ich bin ja zum ersten Mal jetzt dabei. Im ersten Jahr war, glaube ich, Klett Cotta dabei, im zweiten Jahr Tropen. Nee, stimmt gar nicht. Kein und Aber war dabei. Und jetzt Eichborn. Und ja, ist natürlich hochspannend. Im Vergleich zur anderen Juryarbeit hat es eine andere Dringlichkeit, weil man weiß, dass der Gewinnertext einen Verlagsvertrag bekommt. Das heißt, der Gewinner oder die Gewinnerin, muss man richtigerweise sagen, heute Abend, es sind ja drei Autorinnen auf der Shortlist, die Gewinnerin wird auf jeden Fall ihren Roman bei Eichborn veröffentlichen. Und das ist natürlich, das ist eine andere Spannung natürlich, weil man die Texte nicht im luftleeren Raum prüft. Das macht man nie, aber hier ist sozusagen nochmal eine andere Dringlichkeit, die ich spannend finde. Und die Dynamik, die du angesprochen hast, dass die Bloggerinnen und Blogger auch sozusagen dabei sind und mit den nominierten Autorinnen zusammen antreten, ist natürlich auch spannend, sind auch alle heute Abend mit dabei. Das heißt, wir werden gleich Zweier- und Dreierpaarungen erleben von Bloggern und Autoren, Autorinnen. Ja, genau, das hochspannende Angelegenheit. Das zeigt sich doch auch in diesem Preis eine Sache, die ihr wahrscheinlich als Verlag nicht nur wahrnehmt, sondern inzwischen auch aktiv bespielt, nämlich die Bedeutung, die Bloggerinnen und Blogger gewonnen haben im Laufe der letzten Jahre. Das hat ja auch was wirklich Belebendes und Erfrischendes. Denn manchmal ist eben auch ja durch äußere Bedingungen das Feuilleton eben beispielsweise einfach doch sehr eingeschränkt und beschnitten. Es gibt einige wenige Zeitungen, die wieder mehr Platz geschafft haben für die Literatur, aber bei vielen ist es weniger geworden. Die Redakteure müssen andere Dinge machen, die können gar nicht nur schreiben, die müssen Bilder besorgen, alles Mögliche. Und da hatte ich das Gefühl, da ist einfach eine größere Freiheit, eine Unabhängigkeit, die dann eben zu anderen überraschenden Urteilen manchmal führt. Ja, da sehe ich ganz genauso. Ich finde es natürlich auch hochspannend, dass wir jetzt beim Blockbuster-Preis die Möglichkeit haben, auch viele der Bloggerinnen und Blogger persönlich kennenzulernen, dass man die Gesichter sieht hinter den Blogs. Und insgesamt auch ist natürlich wirklich eine unheimliche Vielfalt an Blogs, die alle möglichen Themen bespielen. Wir sind ja lange, lange schon weg von Blogs, die sich mit Genre-Literatur beschäftigen. Wir haben Blogs, die auf hohem literaturwissenschaftlichen und Kritikerniveau arbeiten und Texte analysieren und besprechen. Und das ist natürlich hochspannend, da auch die Macher und die Macherinnen hier kennenzulernen. Und einige sind ja heute Abend auch mit dabei. Genau, genau. Naja, vielleicht kommen wir ja jetzt zur ersten Paarung. Ja, lass uns gerne zur ersten Paarung kommen. Ich würde nochmal an Uwe übergeben, der kurz die drei Shortlist-Autorinnen vorstellt. Und danach, genau, haben wir den ersten Dreiklang dann auch schon. Uwe. Mit Franziska, ich habe natürlich ein Skript hier, mit Franziska Gänzler, Ela Meyer und Silvia Waage stehen diesmal drei Autorinnen auf der Shortlist des Blockbuster-Wettbewerbs. Alle drei Nachwuchsautorinnen können sich nun Hoffnung machen auf den ersten Preis und die damit verbundene Veröffentlichung des Romans bei Eichborn, wie gerade schon erwähnt. Die erste Shortlist-Autorin ist Ela Meyer, die jetzt gleich ins Gespräch geht. Sie wurde von der Literaturbloggerin Isabella Kaldert mit dem Blog Novellieren nominiert.
Ela Meyer ist vor 13 Jahren von Hamburg in die Nähe von Barcelona gezogen, hat Kurzgeschichten in diversen Literaturzeitschriften veröffentlicht und ist Mitbegründerin des Literaturmagazins Schredder. In ihrem Romanmanuskript »Es war schon immer ziemlich kalt« beschreibt sie, wie es geht, befreundet zu sein, wenn man sich in vollkommen gegensätzliche Richtungen entwickelt. Elisabeth Ruge wird uns jetzt verraten, warum die Fachjury diesen Text für die Shortlist nominiert hat. Ja, das ist mir wirklich eine große Freude, muss ich sagen, dass ich hier kurz über Ela Meyer sprechen darf, über dieses schöne Manuskript. Es war schon immer ziemlich kalt. Ich glaube, wir alle in der Jury waren von dem schönen, lässigen Tonfall dieses Manuskripts sehr beeindruckt. Auch die Bilder, die dieser Roman bietet, die hatten eine Lässigkeit eines schönen Songs aus einer Indie-Band. Also es war etwas, wo man gerne und ganz glatt hineinging. Es ist ein Buch, das sich mit Familie beschäftigt als Thema, mit Freundschaft, überhaupt mit Bindungen. Mit den Bindungen, die man aufgeben muss, auflösen muss, um eine Freiheit zu finden, und den Bindungen, die man dann freiwillig wieder eingeht, um Strukturen zu schaffen, die für einen ein gutes Leben schaffen. Und es ist aber für mich ein Buch einer doppelten Emanzipation, die Familie das zurückzulassen, was einen eben nicht stützt, aber dann auch festzustellen, wenn man eine Gruppe gebildet hat, die eine Rettungsinsel ist, vorübergehend, wie für diese drei Hauptgestalten, dann aber auch feststellen zu müssen und zuzulassen, dass man so eine Gruppe auch wieder auflösen muss, dass man immer die Dinge, die man für sich geschaffen hat, mutig abklopfen muss, ob sie eigentlich noch für einen stimmen, und dann auch eine neue Richtung einschlägt. Es ist wirklich ein Buch, das nicht ein Generationenporträt ist. Sowas sagt man immer leicht daher. Das hat dann fast gar keine Bedeutung mehr. Es ist ein Buch, das eine Lebensphase beschreibt. Das Kalte in dem Titel scheint mir das Kalte zu sein, das aus einem Gefühl der Unbehaustheit, des Unsicheren stammt. Und hier wird eben gezeigt, wie durch ein mutiges Hinaustreten eine Emanzipation stattfinden kann. Und das alles erfrischend, unprätentiös und von großer, wie ich finde, emotionaler Intelligenz. Also ich kann nur noch einmal sagen, herzlichen Glückwunsch zur Shortlist-Platzierung, Ela Meyer. Ich glaube, wir haben alle in der Jury genau verstanden, warum wir Ihr Buch dort dafür nominiert haben. Congratulations. Ja, und dann gehen wir auch gleich in ein kleines Gespräch gemeinsam mit Isabella Calder, die Ela Meyer ja vorgeschlagen hat. Ich sehe Isabella noch nicht auf dem Bildschirm. Hi, ja, Dominik, du musst mich wieder reinholen. Ich kann mich nicht selbst zuschalten. Genau. Aber wir fangen schon mal an zu sprechen und dann tauchst du überraschend auf. Genau, jetzt geht's auch. Ja, super. Ja, super. Isabella Calder, die wir bei Twitter auch unter dem schönen Handle Easy Peasy kennen, besonders gerne. Und auch einen tollen Blognamen, nämlich novellieren.com. Das ist natürlich ein schönes Wortspiel mit dem englischen Begriff für Roman. Aber novellieren heißt ja auch vieles andere, auch Erneuerung, etwas Neues schaffen. Passt gut in dem Sinne zu diesem Roman, finde ich. Ja, die erste Frage wäre vielleicht, ich glaube, ihr seid euch in Barcelona persönlich begegnet und darauf fußt auch, dass das Manuskript eben zu dir gelangt ist, Isabella. Genau, ich war vor ein paar Jahren am Goethe-Institut und habe dort über deutschsprachige Literatur gesprochen, und Ela war hat zugehört, und darüber haben wir uns kennengelernt. Und da ich wusste, dass sie eine Schreibgruppe, eine Literaturgruppe hat mit zwei weiteren deutschsprachigen Autorinnen in Barcelona, dachte ich mir, Mann, ich gebe ihr einfach mal Bescheid, dass es diesen Wettbewerb gibt, weil ich wusste, ich hatte mitbekommen, dass ihr Manuskript ziemlich ready war, und habe sie einfach gebeten oder darüber informiert und gefragt, ob sie denn Lust hätte, ihr Manuskript an mich zu schicken. Und ich bin sehr froh, dass sie es getan hat, ja.
Ja, also wir sind das auch. Genau. Ja, Barcelona, ich glaube, wenn man im Moment an Spanien denkt, auch an das schöne Barcelona, das lebendige Barcelona, dann denkt man sofort an den Lockdown und die sehr, sehr schwierigen Wochen und Monate, die viele Menschen in Spanien hinter sich haben. Und irgendwie passt ja der Romantitel auch darauf sehr schön. Es war schon immer ziemlich kalt. Also das wird sicherlich in dem Sinne auch eine wirklich kalte Zeit gewesen sein. Sie sind ja, wie Ihr Manuskript zeigt, in gewisser Weise Spezialistin für menschliche Bindungen. Wie war das denn? Sie ja auch eine große Einsamkeit erlebt haben in diesen vergangenen Monaten. Ja, also es war tatsächlich eine einmalige Erfahrung. Also ich glaube, es ging so auf unterschiedlichen Ebenen. Zum einen war natürlich diese Isolation, wir haben total viel telefoniert einfach, aber auch gleichzeitig diese Angst, was passiert da, nicht mitzubekommen, was passiert eigentlich auf der Straße draußen. Und gleichzeitig war innerhalb von wenigen Tagen Teil des Kontrolle total, also ganz viel Polizei, Hubschrauber, Drohnen, die irgendwie auch mit Wärmekameras rumgeflogen sind. Und es war wahnsinnig beunruhigend. Und also vor allem die ersten Wochen waren tatsächlich, also so eine Erstarrung auch. Also ich habe das als Erstarrung erlebt, ganz stark. So wie ich das verstanden habe, hat das ja dann auch dazu geführt, dass Sie in eine Phase sehr intensiven Schreibens gegangen sind. Genau, also es ging ja 2,5 Monate. Am Anfang hat man immer noch darauf gewartet, dass es jetzt vielleicht einfach irgendwann wieder aufhört. Und irgendwann, also Schreiben ist ja auch tatsächlich so ein Reingehen in eine eigene Welt. Und ich fand es total angenehm, wirklich mich so reinbuddeln zu können in eine Parallelwelt und vielleicht gar nicht mehr so viel mitzubekommen, was da draußen gerade los ist. Ja. Genau. Wenn man jetzt auf den Roman nochmal zu sprechen kommt, der auf unserer Shortlist steht, dann kann man schon annehmen, also einfach aufgrund der Präzision und der Anschaulichkeit der Schilderung, dass er schon autobiografische Züge zumindest trägt. Die Protagonistin stammt ja wie Sie auch aus Norddeutschland. Aber die Figuren sind etwa 20 Jahre jünger als Sie. Ist das eine Lebensphase gewesen, diese Lebensphase der Orientierung und des irgendwie sich Ausrichtens, die Sie als besonders intensiv empfunden haben, dass Sie darüber schreiben wollten? Ich glaube auch. Und mich hat vor allem interessiert, weil ich habe, oder bei mir selber ist es passiert, dass in dieser Zeit so innerhalb meiner Freundschaften viele so unterschiedliche Wege eingegangen sind. Und das hat mich halt sehr interessiert. In der ersten Fassung waren die 16, die drei Protagonistinnen. Und dann habe ich halt selber gemerkt, das Interessante ist tatsächlich, was passiert, wenn sie erwachsen sind, wenn dann Kinder kommen und irgendwie beruflich oder sonst wie die Wege auseinandergehen. Weil ich das selber immer wirklich so erlebt habe, wie ich stehe auf dem Bahnsteig und der nächste Zug fährt ab und ich winke und denke, oh, hoffentlich sehen wir uns wieder. Und genau. Haben Sie jedenfalls wirklich wunderbar eingefangen. Vielen Dank. Und ich würde gerne vielleicht zum Abschluss nochmal auf die digitalen Medien und die Bedeutung der digitalen Medien für Sie eingehen. Also natürlich im Moment des Lockdowns, Sie haben, glaube ich, eine Plattform, eine Website entwickelt, die heißt Shredder. Da geht es auch um Literatur. Vielleicht sagen Sie da ganz kurz nur 2, 3 Sätze zu. Genau, es ist eigentlich, sollte es wie so ein Fanzine sein, so ein Punk-Fanzine halt. Und im Moment, also es gibt auch die ersten 2 Ausgaben schon, auch als Printversion. Corona-bedingt sind wir aber tatsächlich auch online jetzt. Die 3. Ausschreibung ist gerade zu Ende und genau, wir sind noch im Prozess. Ja, toll. Und Isabella, du bist ja auch mit deinem Blog wirklich also sehr gut angekommen, muss man sagen. Das ist einer der wichtigsten Literaturblogs. Und für dich, viele Leute würden dann immer darauf hinweisen, das ist jetzt der Moment der Vernetzung. Ich glaube, für dich hatte der Blog einen wirklich befreienden Aspekt, nicht?
Ja, kann man so sagen. Also den Grund, überhaupt diesen Literaturblog ins Leben zu rufen, vor inzwischen fast 5 Jahren, ich hatte da zwei Motivationen. Und zum einen war das natürlich, weil ich diesen Output hatte, ich wollte über Literatur schreiben. Aber wie du gerade gesagt hast, ich hatte auch im Hinterkopf, dass das so eine Art Portfolio oder Aushängeschild ist und dass ich so den Fuß in die Tür der Buchbranche bekomme, was ihr auch geschafft hat. Deswegen bin ich ja jetzt hier. Ja, großartig. Also es ist eben doch ein Umgehen von gewissen Nadelöhren, wo immer andere Leute entscheiden, ob das, was man macht, tatsächlich zu veröffentlichen ist, nicht? Und da sich doch diesen Freiraum zu schaffen, das ist toll. Also es geht nicht nur um die Vernetzung, sondern es geht eben auch um die Darstellung, nicht? Um dieses totale Schaufenster, das man bespielen kann. Ja, ich danke euch ganz herzlich und bin jetzt nun gespannt auf alles Weitere und natürlich auch auf den Preis. Es ist ein großartiges Buch. Vielen Dank, Ella Meyer. Und Dankeschön. Zurück jetzt an Uwe. Uwe? Uwe? Hallo? Jetzt geht's, genau. Ja, hallo, ich bin's wieder. Das war ein schönes Gespräch. Vielen Dank dafür. Ich stelle jetzt die zweite Shortlist Autorin kurz vor. Das ist die Silvia Waage. Sie wurde nominiert von Literaturblogger Stefan Hertel mit seinem Blog Bookster.hro aus Rostock. Silvia Waage lebt in Berlin, arbeitet in der Öffentlichkeitsarbeit, ist Bonner Literaturpreisträgerin und Mitglied im Berliner Literaturlabel Zuckerstudio Waldbrunn. In ihrem Romanmanuskript geht es um Herrschsucht, Alkoholismus und häusliche Gewalt. Auf mehreren metaphorischen Ebenen erzählt sie von einer äußerst unzuverlässigen Figur, die ihre Leser von Beginn an mit völlig absurden Behauptungen konfrontiert. Für das Gespräch mit ihr und Stefan Hertel übergebe ich jetzt an Jurymitglied Knut Korzen. Ja, hallo, schönen guten Abend in die Runde. Ich freue mich sehr, ein paar Worte verlieren zu dürfen über Silvia Waages Text, der mir ausgesprochen gut gefallen hat. Und ich glaube, nicht nur mir, sondern auch meinen Jurykolleginnen und Kollegen, sonst hätten wir ihn kaum nominiert. Ich habe kürzlich das schöne Wort Frage durchgelesen. Es steht in einer der unlängst wieder veröffentlichten Gerichtsreportagen von Gabriele Terget, einer großen Autorin, die in den 20er und 30er Jahren auch als Prozessbeobachterin in Berliner Gerichtssälen gesessen hat und darüber berichtet hat, wer dort auf der Anklagebank saß. Und in einem dieser Texte fällt eben das Wort Fragedurst. Der junge Fragedurst mit der seligen Sehnsucht wissen zu wollen. So steht es da in einem Bericht über einen Kriminalfall. Haben wir es auch bei Silvia Waages wunderbarer Geschichte Grund mit einem solchen Kriminalfall zu tun? Wir Leser werden darüber lange im Unklaren gelassen. Klar scheint nur zu sein, es gibt eine Leiche. Sie liegt auf dem Grund eines Brunnens, den die nur allzu unzuverlässige Erzählerfigur, die uns all das berichtet, in ihrer Kindheit schon gegraben haben will. Tief ist der Brunnen der Vergangenheit, sollte man ihn nicht unergründlich nennen. Diese Frage Thomas Manns, die wir alle kennen aus dem Beginn der Josephs-Tetralogie, stellt sich auch uns atemlos Lesenden bei dieser Geschichte, die uns ins Herz einer familiären Finsternis führt. Was bei den Toten handelt es sich um den Vater des Erzähler-Ichs, stellen wir auf einmal fest. Und der wurde dort ins finstere Kellerloch, also doch nicht auf den Brunnengrund von der Erzählerin, es ist doch eine Erzählerin, höchst selbst gestoßen und das auch schon vor Jahren. Warum haben ihre beiden Geschwister, die ins Spiel kommen, dann davon überhaupt nichts mitbekommen und helfen ihr nun, diesen Leichnam zu beseitigen? Stimmt das denn überhaupt, was wir hier alles erzählt bekommen? Ist das nicht alles Lug und Trug? Ein grausames Märchen, wie bei den Gebrüdern Grimm, deren Märchen ja gerne mal um Brunnen kreisen. Wir leben in einer Zeit, in der sich die etwas wichtigtuerische Redewendung aus Gründen
in den sozialen Medien großer Beliebtheit erfreut, aus Gründen, das ist gewissermaßen die wortgewordene Kennermine, die jeder Nachfrage überdrüssig ist, sie für lästig erklärt und als überflüssig abtun möchte. Aus Gründen, so überschreibt Silvia Waage auch eines ihrer Kapitel, aber sie lässt uns diese Kennermine als Leser nie aufsetzen. Zu rätselhaft verhalten sich die Dinge hier im Grund. Zu viele Fragen wirft jeder neue Satz auf. Ich lüge andauernd, aber das brauchen gute Geschichten. Lügen und Hoffnungslosigkeit, heißt es gleich zu Beginn im Grund. Später dann, Hoffnungslosigkeit ist einfach. Da muss man nur die Wahrheit erzählen, aber Glaubwürdigkeit ist schwer, denn dafür darf man keinesfalls die Wahrheit erzählen. Und so werden wir immer weiter hineingezogen in diese Familie, von der man bald mitbekommt, dass in ihr so manches nicht stimmt, dass sie offenbar dysfunktional ist, wie das heute so gern heißt. Die Mutter, eine ehemalige Alkoholikerin und dement, der Vater, offenkundig ein Tyrann gewesen, die Erzählerin in Therapie. Was nach Elend und Opferkitsch klingt, verwandelt Silvia Waage in eine rasante, klug komponierte Story, der man bis zur letzten Seite gebannt folgt. Literatur wie diese, finde ich, löscht unseren Fragedurst nicht. Und das ist gerade gut. Ja, Silvia, ich freue mich mit dir und mit dem dich vorschlagenden Blogger Stefan Hertel aus Rostock reden zu können und frage dich zuerst einmal, man kommt der Sache erst langsam auf den Grund in deinem Buch, in deiner Geschichte. Stand der Titel Grund eigentlich von Anfang an fest bei der Komposition? Ja, der Titel steht immer zuerst. Der Titel war im Prinzip als allererstes da. In dieser Idee einfach etwas wirklich zugrunde zu legen. Und der Rest ist natürlich dann dieses freie Assoziieren, was nicht nur das Erzählen des Ich macht, sondern auch ich, wo man einfach aus Gründen, der Grund des Brunnens und so weiter, diese Motive einfach aufnimmt. Also Grund ist ein herrliches Wort, ja, das unglaublich viele Assoziationen auslöst. Aber es ist schon richtig, der Titel steht bei mir immer als erstes. Und darum ranken sich dann auch gewisse Wortspiele im Text, der ja durchaus auch einen latenten Humor besitzt. Das freut mich, dass es gelungen ist, trotz der Schwere, die dieses Thema ja einfach auch hat. Ja, es ist ja nun kein leichter Text, er macht es auch nicht leicht, er macht es auch sich selbst nicht leicht. Und dass das gelingt, dass er trotzdem noch in so einem Plauderton bleibt und in so einer Leichtigkeit bleibt und damit einfach auch was Amüsantes hat, gerade auch so einen Galgenhumor hat oder so was Grenzgängiges hat, das freut mich einfach, wenn das funktioniert. Was hat es denn mit dem von Uwe Kalkowski vorhin erwähnten Literaturlabel auf sich? Zuckerstudio Waldbrunn, hübscher Name. Ja, es passt zu einem Berliner Label, ne? Zuckerstudio Waldbrunn. Nein, wie erklärt man das? Das ist immer sehr schwierig, das jemandem plausibel zu machen. Aber ich sag mal so, Verlage sind wie Plattenfirmen. Ja? Die wollen die großen Stadien füllen, die wollen die Charts, da wird im Prinzip professionelle Musik gemacht. Und so ein Label ist mehr wie so ein verrotzter Jazzkeller, wo einfach ganz, ganz verschiedene Leute mit ganz, ganz verschiedenen Ideen zusammenkommen und einfach zusammen Literatur machen. In einer unglaublichen Freiheit, die das Ganze bietet. Auch mit ein bisschen Irrsinn, mit ein bisschen Streit, mit ein bisschen Wahnsinn halt immer dabei. Und das ist einfach ein Raum, den wir uns geschaffen haben, von dem ich nur ein winzig kleiner Teil bin, der einen frei aufspielen lässt. Und das ist ein großes Privileg, sowas zu haben. Das heißt, der Austausch, der unmittelbare mit anderen Autorinnen und Autoren spielt da auch eine große Rolle. Es ist der Austausch, aber es ist auch dieses Schreiben ist ja fast ein autistischer Prozess. Man sitzt allein, man tippt in sich rein, man versenkt sich, man ist nicht kommunikativ in dieser Zeit. Und dieses zusammen Hefte machen, Zweifelhefte machen, zusammen Bücher machen, zusammen Lesungen machen, ist einfach dann wieder dieses Team, dieses Rudel, was ich auch immer brauche. Vielleicht nehmen wir mal Stefan Hertel, den dich vorschlagenden Blogger, mit ins Bild und in den Ton. Ich rufe Rostock mit einem herzlichen Moin. Als Norddeutscher darf ich mir das erlauben. Moin, hallo, Stefan. Moin, moin aus Rostock. Ich sitze hier im Literatur aus Rostock und freue mich, dabei zu sein. Ja, Stefan, erzähl doch mal bitte, wie kam es dazu, dass du gerade diesen Text von Silvia für nominierungswürdig erachtet hast?
Also ich muss sagen, also ich habe mich sehr gefreut, dass ich mitmachen durfte. Tobias Nazemi, der Organisator der ganzen Geschichte, hat mich letztes Jahr darauf angesprochen. Ich war sofort Feuer und Flamme. Und ich hatte sehr, sehr, sehr viele Manuskripte bekommen. Ich glaube, aus der Gruppe der 10 Blogger und Bloggerinnen waren es, glaube ich, die meisten mit 29. Ich habe also den kompletten Januar und Februar durchgelesen und habe dann 5 Manuskripte, also 5 Autoren und Autoren angeschrieben, die mir dann das komplette Manuskript geschickt haben. Die 5 habe ich dann durchgelesen. Und das waren 5 gute Bücher, aber bei Silvia wusste ich sofort, das Ding ist, es ist genau mein Stil, genau mein Humor. Du hast vorhin gesagt, latenter Humor. Ich finde es gar nicht so latent. Also es ist wirklich, also man sitzt nicht da und schlägt sich brüllend auf den Oberschenkel, aber es ist in jedem Satz ein kleiner Gag, es ist locker, flockig. Ich fand es großartig. Ja, wie wohl es ein Horrorhaus ist, wie es mal an einer Stelle im Text heißt, in dem wir uns da befinden. Ja, ich glaube, unsere Zeit ist schon wieder fast abgelaufen, aber ich will noch mal einen Satz von dir, Stefan, zitieren. In deiner Selbstvorstellung sagst du, die beste Story ist nichts wert, wenn sie lahm und abgedroschen daherkommt. Auch der Humor ist wichtig und das hast du ja auch gerade unterstrichen. Das ist ein klares Signum dieses Textes von Silvia Waage, weshalb die Jury ihn eben auch unbedingt in die engere Auswahl nehmen wollte. Und damit gebe ich jetzt wieder zurück zu Uwe und Dominik. Ja, das war das Gespräch mit Silvia Waage und Stefan Hertel. Vielen Dank. Knut Kortzen, es geht jetzt direkt weiter mit der letzten Finalistin. Die dritte im Bunde ist Franziska Gänzler. Sie hat Kunst und Anglistik studiert und wenn sie nicht schreibt, ist sie in der Kunst- und Kulturvermittlung tätig. Der Protagonist ihres Romans Khan verliert bereits in der Kindheit seinen Vater, der sich das Leben nimmt. Als Jahre später auch die Mutter stirbt, kehrt der Protagonist zurück in die Heimatstadt und wird mit der Vergangenheit der Familie konfrontiert. Franziska Gänzlers Manuskript wurde von der Literaturbloggerin Constanze Mattes und ihrem Blog Zeichen und Zeiten ausgewählt. Und das Gespräch mit den beiden führt Alexa Hennig von Lange. Ja, soll ich jetzt reden? Hallo, ja. Also ich freue mich sehr, dass ich das nächste Manuskript vorstellen darf und noch einmal kurz zusammenfassen darf, worum es in Khan geht, der Geschichte von Franziska Gänzler. Geschildert wird aus der intensiven Wahrnehmung des kleinen Jungen Josef Khan, der sich Mitte der 50er Jahre in der elterlichen Wohnung fast ausschließlich aufzuhalten scheint, im Schutz der stillen, ewig anwesenden Mutter, in der Stille der Räume, bis sein Vater ihn an seinem 5. Geburtstag unerwarteterweise spätabends mit vor die Tür nimmt und die beiden Zeugen eines furchtbaren Raubmordes werden. Doch dieses Erlebnis bleibt unverarbeitet, danach geht es genauso weiter wie vorher, bis schließlich in die Stille der Räume eine erneute Schreckensgeschichte bricht. Zwei Kinder aus der Umgebung verschwinden spurlos und mit ihrem Verschwinden wacht der kleine Khan Nacht für Nacht auf. Mit ihnen verbindet sich Khan in seiner Fantasie. Er stellt sich vor, wie die beiden Kinder allein hoch oben in den Bergen leben und sich von Beeren ernähren. So, als hätten sie sich mit ihrem Verschwinden befreit. Eine Befreiung, die der kleine Khan vielleicht auch für sich herbeisehnt. Doch dann verschwinden mit einem Mal auch seine Eltern und er bleibt voller Unruhe und kindlicher Angst in der Wohnung zurück, bis schließlich seine Mutter zurückkehrt, allein. Sein Vater hat sich das Leben genommen und auch dieses Erlebnis bleibt unverarbeitet. Als Anfang 40-Jähriger kehrt Josef Khan inzwischen in seine Heimatstadt zurück zur Beerdigung seiner Mutter. Anschließend durchwandert er ziellos diesen Ort, in dem er Kind war. Er scheint sich mit seiner Umgebung überhaupt nicht verbinden zu können, ebenso wenig mit den Menschen, denen er flüchtig begegnet, bis er das junge Mädchen Magdalena kennenlernt, zu der er sich trotz ihrer Undurchsichtigkeit hingezogen fühlt. Sie wollen dorthin zurückkehren,
woher Magdalena anscheinend kommt, in die Berge, ins Ibbental, dorthin, wo die beiden verschwundenen Kinder einst wiedergefunden worden waren. Und mit Magdalena kommt Josefs Vergangenheit zurück. All die ungeklärten Umstände, der Tod seines Vaters, der Überfall in der Nacht. Wer war sein Vater eigentlich wirklich? Wer war seine Mutter? Wer ist Magdalena? Und wer ist eigentlich Kahn? Immer wieder scheint Kahn den Leser zu fragen, wer er ist, was wirklich ist, was unwirklich ist. Und ja, dieses Fragen, das hatten wir ja eben auch schon mal, dieses Fragen, dieses sich ergründen wollen, die Wahrheit ergründen wollen, das Leben ergründen wollen, die Geschehnisse ergründen zu wollen, das hat mir sehr, sehr gut an diesem Manuskript gefallen. Und ja, ich gratuliere ganz, ganz herzlich dazu, liebe Franziska, dass du zu den drei Auserwählten gehörst. Danke. Ich sehe dich gerade noch nicht, aber ich werde dich vielleicht jemals irgendwann zu Gesicht bekommen. Siehst du mich denn? Ja, ich kann alle sehen. Ah, yeah. Hallo. Ja, was mich besonders berauscht hat, möchte ich fast sagen, an deinem Manuskript, dass es den Leser so hineinzieht in diese Stille, in diese ja, fast Geräuschlosigkeit, in die kindliche Wahrnehmung, von der ich den Eindruck hatte, dass sie eben, wie ich schon sagte, den Leser immer wieder auch anspricht und eigentlich fordert, dass er ihm hilft, sich seiner selbst gewahr zu werden und im Grunde genommen auch ihm seine Verbindung zu den Eltern zu erklären. Wie bist du zu diesem Thema gekommen? Hast du einfach angefangen zu schreiben oder hattest du dein Thema und hast dir dann überlegt, wie kann ich am besten mein Thema bearbeiten? Ich hatte überhaupt kein Thema am Anfang. Ich hatte eigentlich die Figur und die Geschichte, die ich im Kopf hatte, war eine ganz andere. Und ich habe diesen Teil der Kindheit auch eigentlich dann irgendwann später hinzugefügt. Also es hat für mich immer damit begonnen, dass er irgendwie erwachsen ist und in so einer leeren Wohnung und diese Vergangenheit so mit existiert. Und dann kam irgendwann diese Vorstellung von dieser Kindheit dazu. Und das war eigentlich für mich, als wäre die Figur einfach da und als müsste ich dann so ein bisschen rumforschen, ja, was hat eigentlich diese Figur für eine Geschichte? Und kanntest du die Figur schon vorher oder ist die dir während des Schreibprozesses begegnet? Also, und hat die sich dann überhaupt erst ausgeformt? Ich glaube, er war schon relativ fertig, aber es gab dann immer, also ich hatte so eine Vorstellung von ihm, ich wusste manche Sachen ganz konkret irgendwie. Und anderes, da gab es dann ja Momente, wo ich so wusste, das erlebt er jetzt. Und dann musste ich mich so fragen, so, aber wie reagiert er jetzt wirklich? Also was ist authentisch für ihn und nicht, was möchte ich gerne für die Geschichte? Also ich habe, glaube ich, mal eine Zeit lang, monatelang in eine ganz falsche Richtung geschrieben, weil ich irgendwie unbedingt wollte, dass eine gewisse Sache passiert. Und irgendwann musste ich mir eingestehen, das würde er so einfach nicht machen und das passt halt nicht. Und er will halt andere Sachen erleben, offenbar. Und dann, ja, habe ich es alles weggeschnitten und an einem anderen Punkt wieder angesetzt. Und so wurde es irgendwann schlüssiger für mich. Und wusstest du hinterher, als du fertig mit dem Schreiben warst, welche Geschichte tatsächlich stimmt? Also du hältst es ja auch immer wieder ein wenig im Wagen, was ist seine Fantasie, was ist wirklich passiert. Manchmal hat man auch das Gefühl, du schiebst Zeiten ineinander, auch in seiner Wahrnehmung, in seinem Empfinden, dass die Vergangenheit plötzlich wieder sehr stark in die Gegenwart geschoben wird. Weißt du, was tatsächlich passiert ist und warum es tatsächlich passiert ist? Ja, also ich wusste es dann schon und so habe ich es dann auch stehen lassen. Aber während des Schreibprozesses hast du es eigentlich auch erst erfahren, was tatsächlich passiert ist. Ja. Und was würdest du sagen, warum du das in dieser Mitte der 50er Jahre Zeit hineingeschrieben hast, diese Geschichte? Also ich meine,
dass da eigentlich diese Vorstellung von dieser Wohnung war und von diesem Innenhof, auf den Sie immer blicken, ja, war einfach diese Zeit. Also es war so ein bisschen die, die Wohnung meiner Großeltern, die ich da vor Augen hatte, also diese spezielle Küche. Und ja, wahrscheinlich kam es ein bisschen daher, aber es war auch so zeitlich. Also ich wusste auch, dass das Ende zum Beispiel in einer Zeit spielt, in der es jetzt noch keine Handys gibt oder so. Also ja, praktisch. Ja, ja. Also ich habe noch eine Frage. Also ich habe das wirklich Fenster zum Hof-Atmosphäre gespürt und diese Wohnung werde ich auch so schnell nicht wieder vergessen. Also das war ganz, ganz großartig geschildert. Ja, also diese Räumlichkeit, diese Stille darin, der Geruch war so spürbar und wahrnehmbar. Und du schilderst auch einmal eine Situation mit dem Metzger unten im Hof, der sich mit anderen um einen Tisch versammelt und Teller auf den Tisch stellt und seine Mutter hat auch so ein bisschen Angst vor dem Metzger und habe ich mich jetzt gefragt, war der Metzger wirklich, ich meine, das ist eine absolute Nebenfigur, aber du hast sie dennoch beschrieben und ging von diesem Metzger eine gewisse Gefahr aus? Wie kann ich mir das als Leser vorstellen? Oder dient er allein zur Untermalung der Stimmung, die eben ja doch sehr auf eine gewisse Art auch morbide ist? Ich glaube, der Metzger kam eigentlich mit der Figur der Mutter. Diese Vorstellung, dass diese Alltagsdinge, die für die Mutter eigentlich Teil dieser Rolle als Hausfrau und Mutter sein sollten, dass die so eine Bedrohung auslösen können. Ja. Und dass dann für Kahn, der ja ein Kind ist, immer eigentlich nur die Realität der Eltern existiert. Also für ihn ist der Metzger halt die Figur, den die Mutter da sieht. Und ja, ja. Ich fand es wirklich enorm gut wiedergegeben, dieses kindliche Empfinden. Das hat mir also sehr gefallen. Es ist gut, dass du es noch hinzugefügt hast. Also dadurch bekommt deine ganze Geschichte also eine ganz wunderbare zusätzliche Dimension. Konstanze Mattes, bist du auch dort? Ich bin hier, ja. Ja, hallo. 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 Was hat dir denn besonders an der Geschichte Kahn gefallen? Ich möchte fast gar nicht Geschichte sagen. Es ist ja fast eher eine Art von Komposition oder von Gemäldekomposition im Grunde genommen. Es ist ja eine Geschichte, die sich nicht so viel zu bewegen scheint eigentlich. Und doch passiert unheimlich viel. Also wie gesagt, auch was mir besonders gefallen hat, ich bin sofort in diese Geschichte hineingezogen worden. Also das war, wie schon erwähnt wurde, ein rauschhaftes Wesen. Trotz einer sehr klaren, einfachen Sprache wird da eine Spannung aufgebaut, die unwahrscheinlich ist. Ich habe mir das Manuskript gestern Abend nochmal durchgelesen und ich hatte dasselbe Gefühl dann auch wieder. Mich hat das hineingezogen und auch die Symbolik und diese Psychologie dieser Geschichte, die trotz eines sehr, sehr kleinen Personenumfangs enorm. Ja, und was würdest du sagen, welches Bild würdest du sagen, bleibt dir für immer in Erinnerung? Also ich habe jetzt vor allem auf dem Meer nochmal den Schluss angeguckt und da ist mir natürlich dieses Bild in Erinnerung, wo dieser Mann in dem Gasthaus auf dem Boden liegt und grubelt sich darum und Kahn versucht dann noch, ihm scheinbar das Leben zu retten. Das ist mir in Erinnerung geblieben und natürlich auch die Szene, wo der Junge dann erlebt, den Raubmord, wo der Vater dann auch nicht eingegriffen hat. Das hat mich wirklich schockiert. Ja. Ja. Also der Vater ist ja Inhaber des Eisernen Kreuzes, er kam aus dem Krieg, er sagt, er hat 16, oder es wurde erzählt, er hat 16 seiner Kameraden aus dem Feuer gerettet und nun weiß man das von dem Vater, als nächstes erlebt man also diese furchtbare Raubmordgeschichte und der Vater, der sich eben nicht rührt und dieser Moment des sich nicht Rührens, der bestimmt ja im Grunde genommen dann auch als Stimmung den gesamten Roman. Also hat mir sehr, sehr gut gefallen. Vielen Dank für die Auswahl. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Ja, ich weiß nicht, Dominik, Uwe, soll ich gleich weitermachen mit der
Also alle dazu schalten. Ja, wir schalten jetzt alle dazu. Ja. Dabei sind das ganze Team, das heute Abend hier in Zoom mit online ist. Und dann wird spannend, ne? Ja, soll ich mal loslegen? Moment, wie sieht's aus? Ja, du kannst loslegen. Ja. Ja, also nochmal Gratulation erstmal an die drei Shortlist-Autorinnen. Wir als Jury, ich denke, so kann ich das sagen, waren erstmal sehr begeistert und angetan, wie Elisabeth das vorhin auch schon gesagt hat, von der Vielfalt und Themenvielfalt und literarischen Qualität der Longlist-Manuskripte. Und und da haben im Grunde genommen die Bloggerinnen und Blogger doch eine sehr, sehr schöne Auswahl getroffen, die auch gezeigt hat, dass es sehr viele bis jetzt unentdeckte Talente, Schreibtalente gibt. Und eigentlich hätten alle drei Autorinnen der Shortlist natürlich auch verdient, veröffentlicht zu werden. Es sind ganz besondere Manuskripte. Und gerade als nochmal über diese drei Manuskripte geredet wurde, habe ich mich sehr gefreut, dass ich mich an alle drei sehr, sehr gut erinnern konnte und auch bestimmte Bilder wieder auftauchen. Und ich sehe, dass meine Batterie gerade fast alle ist. Also ich rede mal ein bisschen schneller. Aber die vorhergegangenen Staffeln, so habe ich mir das auch nochmal bestätigen lassen von Tobias Nazemi, haben gezeigt, es ist durchaus möglich, dass die drei Shortlist Manuskripte auch veröffentlicht werden können. Jetzt kann allerdings erstmal nur eine Autorin den Blockbuster-Preis 2020 gewinnen. Und das Urteil von uns als Jury war einstimmig. Und jetzt sollte ich langsamer werden. Ich habe immer noch 7%, um die Gewinnerin zu verkünden. Der Blockbuster-Preis 2020 für das beste unveröffentlichte Romanmanuskript, 6%, ich hole gleich das Aufladekabel, geht an Silvia Waage, ja, ausgewählt von Stefan Hertel. Herzlichen, herzlichen, herzlichen Glückwunsch. An dieser Stelle möchte ich auch noch einmal sagen, das hat mich sehr berührt, das Manuskript. Ich fand es auch sehr, komisch kann ich gar nicht sagen. Ich mich auch amüsiert hat es mich nicht. Es hat mich wirklich auf ganz vielen Ebenen sehr berührt und ich gratuliere ganz herzlich. Und jetzt hole ich ganz schnell mein Aufladekabel. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Bin gleich wieder da. Ja, herzlichen Glückwunsch auch von uns. Und der nächste Punkt im Programm ist eine kurze Autorinnenlesung aus dem Gewinnermanuskript. Ich, ganz gut. Darf ich vorher noch Danke sagen? Na klar. Danke. Ich möchte mich bei der Jury bedanken. Ich möchte mich bei den Veranstaltern bedanken. Auch Tobias Nazemi ist hier nochmal ganz besonders gegrüßt. Und ich möchte mich bei den Bloggern bedanken. Ohne euch und nicht nur die drei, die jetzt da sind, auch nicht nur mein Blogger, ja, den natürlich ganz besonders logisch, aber allen Bloggern, weil ohne euch gibt es das hier nicht. Und es ist euer Herzblut, eure Mühe, ihr habt einfach 130 Texten oder über 130 Texten eine Chance gegeben und dafür bedanke ich mich ganz herzlich. Und nicht zuletzt natürlich auch bei den meinen. Bei meinem Zuckerstudio, euch zähle ich jetzt nicht auf, weil ich vergesse bloß jemanden. Und ganz, ganz, ganz besonders auch bei meiner Familie, meinem Mann und meinem Kind, die alle Zweifel und alle Freude immer mittragen. Vielen herzlichen Dank an alle, die hier beteiligt waren. Die Mama hatte ich zusätzlich noch in einen Schal eingeschlagen.
So wie man es mit kleinen Kindern macht. Und nun saß sie da, sah auf das goldene Licht des Vormittags im Oktober und schmatzte zufrieden an eingeweichter Brezel und Zucchini-Omelette. Ellie aß nichts, Thea dafür umso mehr. Auf Ellies Blick hin sagte Thea, wenn ich mal bedient und bekocht werde, dann esse ich auch, kommt selten genug vor. Ich goss Ellie Kaffee nach, schob Mama zwei Tabletten in ein Stück Leberwurst, welche ich ihr dann unauffällig auf den Teller legte. Täuschung und Lüge und Unsichtbarkeit. Gebe ich Mama das Stück Leberwurst offen, dann wäre sie sofort misstrauisch. Viel war von ihrer Persönlichkeit nicht mehr übrig, aber das tiefe Misstrauen der Familie gegenüber hielt sich wacker durch die gesamte Demenz. Sie würde die Wurst nehmen, mich mustern, sie dann lächelnd in den Mund schieben, ein Mmm intonieren, die Tabletten herausrutschen und so unauffällig es ihr möglich war, in die nächste Pfanne spucken. Auch wenn sie nach und nach alles vergaß, die Zeit, die Menschen, die Lieder ihrer Kindheit, dass die verdammte Leberwurst seltsam war, würde sie sich merken. Wobei merken das falsche Wort ist. Es würde sich ihr einprägen, Kerben hinterlassen auf dem Rest, der von ihr geblieben war. Mit der Leberwurst ist es wie mit dem Lügen. Man muss da sehr genau aufpassen. Mit der Wahrheit ist es einfacher. Die will niemand hören. Die wird weggewischt wie Vogelscheiße am Fenster, restlos weggeputzt, bis nichts mehr davon bleibt. Es gab in unserem Hause immer eine Katze. Ich bin mir nicht sicher, ob es all die Jahre dieselbe war. Sie sah aber immer gleich aus und hieß immer Mietz. Eine dreifarbige Katze, weil dreifarbige Katzen Glück bringen. Meine Mutter konnte mit den Viechern, wie sie alle Tiere zusammenfassend zu bezeichnen pflegte, wenig anfangen. Meine Schwestern liebten die Katze. Mir war sie weitgehend egal. Aber mein Vater war ganz und gar vernarrt in sie. Jeden Tag, wenn er von der Arbeit kam, begrüßte er die Katze. Er strich ihr über den Kopf, kontrollierte, ob Wasser in ihrem Napf war und öffnete unter großem Zeremoniell und Worten wie, ja, hast du Hunger? Ha? Magst du was fressen? Hm? Fressi? Ja, fressi? Welche allesamt von der Katze lauthals bemaunzt wurden, eine Dose eines recht teuren Katzenfutters und servierte ihr die Mahlzeit. Später, dann lag sie auf seinem Schoß, wenn er die Nachrichten sah. Man kann durchaus sagen, mein Vater liebte die Katze. Kurz bevor ich mit dem Graben begann, verschwand sie. Mein Vater suchte sie, rief ihren Namen in den Abend, in die Nacht und in den nächsten Morgen hinaus, ließ Mama das ganze Haus absuchen und uns Kinder jeden in der Nachbarschaft fragen, ob sie denn die Katze gesehen hätten. Und ob sie nicht in ihren Garagen und Schuppen und Kellern nachsehen könnten. Vielleicht wäre die Katze darin. Doch alles blieb erfolglos. Am dritten Tag tauchte ein Erpresserbrief auf. Wie in einem alten Krimi war das Schreiben mit aus der Zeitung ausgeschnittenen Buchstaben verfasst und darin wurde ein Lösegeld von 1.000 Mark gefordert, sonst würde es der Katze übel ergehen. Der Brief enthielt eine ausführliche Beschreibung, was mit der Katze genau geschehen würde, wenn die gewünschte Summe nicht binnen 3 Tagen unter einem Baum im nahen Wäldchen abgelegt würde. Und es waren Dinge, die ich hier nicht aufführen möchte. Drohungen, die einem sehr dunklen Geist entstiegen sein müssen, schlichte Taten allesamt, aber von klarer, unaufhaltsamer Brutalität. Ich schauderte, als Vater uns den Brief vorlas. Warum er das tat, habe ich nie verstanden, aber ich verstehe eh wenig. Was ich jedoch begriff, war seine Aufforderung an Mama. Sie erfolgte sofort nach dem Vorlesen des Briefes, den er einfach nur las, ohne ein weiteres Wort dazu zu sagen. Ja, nicht einmal eine Regung zeigte sich auf seinem Gesicht. Er las ihn vor, als wäre es ein Brief von Oma, geschwätzig über ihren Garten und das Dorf erzählt. Und seine einzige Reaktion war die Aufforderung an Mama, umgehend eine neue Katze zu besorgen. Bei Himmelweihers hätte es gerade einen Wurf und da sei sicher eine dreifarbige dabei. Ich verstand, dass ich mich geirrt hatte. Mein Vater liebte diese Katze nicht. Nicht genug, als dass er es zugelassen hätte, über sie verwundbar zu sein. Mein Vater, begriff ich, war unantastbar. Also beschloss ich, mir mein Grab zu schaufeln. Die Katze tauchte am nächsten Tag wohlbehalten und hungrig auf. Mein Vater begrüßte und fütterte sie. Und alles
war wie immer. Ellie war schön. Thea und ich dagegen, wir hatten alle Weltsgesichter. Mein Vater war ein stattlicher Mann und glaubte man den Blicken der Frauen, war er auch ein schöner Mann. Doch die feinen Züge, die sanft geschwungenen Brauen, die dunklen braunen Augen, die hatte Ellie keinesfalls von ihm. Und die Mutter war in all der Zeit, in der ich mich an ihr Gesicht erinnern kann, genau wie Thea und ich, nicht übel, nicht abscheulich, aber eben ein Allerweltsgesicht. Und es war eben dieses durch und durch durchschnittliche Gesicht meiner Mutter und zudem ihr unspektakulärer Körper, welcher durch die Schwangerschaften zwar nicht über Gebühr gelitten hatte, doch schöner war er dadurch auch nicht geworden. Und eben das war es, was in der kleinen Stadt und noch mehr in unserem Viertel, bestehend aus Einfamilienhäusern mit großen Gärten, durchzogen von heruntergekommenen Straßen und schiefen Bürgersteigen, einem Viertel, in dem es zu meiner Kindheit einen Bäcker und einen Rumpelladen gab, der weit davon entfernt war, ein Tante-Emma-Laden zu sein, denn eine Tante-Emma hätte nie und nimmer so ein Durcheinander geduldet. Es war ein Rumpelladen. Ein Gemisch aus neuen und gebrauchten Kram, aus alten Kleinmöbeln, Büchern und Kaugummi. Es gab Wodka und Zigaretten und Lotto konnte man spielen. Und er hatte die gute Limo. Und es gab immer etwas zu entdecken. Und es war eben dieser Laden, in dem mir zu Ohren kam, was in der kleinen Stadt wohl aufgrund des durchschnittlichen Gesichts und Körpers meiner Mutter immer wieder zum Thema wurde. Nämlich, wie denn meine Mutter so einen Mann hatte abbekommen können. So einen Mann, stattlich und groß, mit ausdrucksstarkem Gesicht, einem Wikinger gleich. Und erfolgreich war er auch noch. So einen Mann. Fürsorglich wurde er genannt. Und schon als man mir das als Kind gesagt hatte, hatte ich mich stets gewundert, wie man denn nur darauf kam, dass mein Vater fürsorglich sei. Während meiner Mutter gern nachgesagt wurde, sie würde uns mehr oder weniger so wachsen lassen wie das Unkraut in ihrem Garten, nämlich weitgehend ohne davon Notiz zu nehmen. Mag sein, in dieser Zeit galt man schon als fürsorglich, wenn man jeden Abend nach Hause kam und das Haus abbezahlte. Zumindest wenn man ein Mann war, während der Frau jede Fürsorglichkeit abgesprochen wurde, sobald sie nicht in völliger Aufopferung. Aber ich versinke in erwartbaren Klischees, Vorurteilen und Rollenbegriffen. Nein. Am Ende war es einfach nur so, dass mein Vater zu schön war für meine Mutter. Und schöne Menschen immer die Guten sind. Wie im Märchen. Wo du das nur her hast, schrie Bambe Bärbel, stets verzückt, wenn sie zu Besuch kam und kniff Ellie in die blühenden Wangen. Du siehst aus wie eine Prinzessin. Sind Prinzessinnen nicht blond? Fragte ich. Korrekt, wie ich eben war, legte ich das Märchenbuch zum Beweis vor. Ach, Schneewittchen hatte schwarze Haare, sagte Tante Bärbel und gab mir halb liebevoll, halb mahnend eine Kopfnuss. Ich suchte Schneewittchen im Buch und hielt dann das Bild direkt neben Ellie. Tante Bärbel versuchte es nicht zu bemerken, aber Thea, die schon damals kein Gespür dafür hatte, wann man die Klappe halten sollte, kreischte, Schneewittchen sei aber absolut nicht so braun wie meine Schwester. Weil man damals nicht so viel in der Sonne war, erklärte Tante Bärbel herzhaft und nahm mir das Buch weg. Irgendwann, nachts, holte ich es mir wieder, betrachtete das schneeweiße Schneewittchen und dachte mir, dass die Sonne da wohl doch nicht allzu viel mit zu tun hatte. Sogleich begriff ich, warum Tante Bärbel das dennoch behauptet hatte. Sie wollte, dass es einen Grund gab. Denn alles war gut, wenn man es nur begründen konnte. Gab es einen Grund, so war eine jede Sache, egal worum es sich handelte, erledigt. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, liebe Silvia Waage, für diesen tollen Einblick in den preisgekrönten Text Grund. Jetzt kommen hier live schon die ganze Zeit viele, viele Gratulationen bei Instagram und Facebook. Aber Stefan Hertel schalte ich nochmal kurz zu und auch alle anderen, damit noch persönliche Glückwünsche jetzt erstmal überbracht werden können. Also von meiner Seite auch. Ja, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. So, dann schalte ich jetzt mal alle hier dazu. Gut,
Dann fange ich jetzt mal einfach an. Silvi, ich war mir noch niemals im Leben so sicher. Als ich die Leseproben gekriegt habe, wusste ich, du bist es. Als ich die Manuskripte, die fünf ganzen Manuskripte gelesen habe, wusste ich, du bist es. Als die Shortlist rauskam, wusste ich, du wirst das. Und 2020 war so ein richtiges Jahr für die Tonne. Ja? So viele Enttäuschungen, so viele Rückschläge, so viel Scheiße, darf ich das sagen. Umso schöner ist es, dass das ab jetzt dann doch dein Jahr wird. Alles, alles Gute, alles Gute. Ach so, und wir haben abgemacht. Wenn ja, ist, ich hab... Nachher. Nachher, okay. Ja, vielen Dank. Großartig. Ich freue mich auch sehr. Grund wird 2021, im Herbst 2021 bei Eichborn erscheinen und ich freue mich sehr auf diesen wunderbaren Roman. Wir haben ja einen tollen Einblick gerade bekommen. Wir haben von Knut Kortzen eine wunderbare Laudatio gehört und sind in den Text ein Stück weit mit eingetaucht und haben was gehört über den Galgenhumor oder den latenten Humor, den ich beim Lesen auch ganz besonders fand, bei dieser dann doch weitestgehend auch sehr düsteren, unheimlichen Geschichte. Ein absoluter Grenzgänger-Text, für mich betörend und verstörend gleichermaßen. Und ich freue mich sehr darauf, liebe Silvia, dem Text zusammen noch weiter auf den Grund zu gehen und freue mich auch, den Text noch ein paar Mal zu lesen, weil es ist wirklich ein Text, der den Leser dazu auffordert, mehrmals gelesen zu werden, weil er einfach viele Deutungsmöglichkeiten anbietet. Wir sind damit schon am Ende der Blockbuster-Preisverleihung 2020 angekommen. Gewonnen hat den Preis, wenn Sie jetzt erst eingeschaltet haben, Silvia Waage mit ihrem Roman Grund. Ich bedanke mich bei allen Mitjurorinnen und Mitjuroren für das emsige Prüfen der Texte, für die Laudatios, für die warmen Worte. Ich bedanke mich bei allen Bloggerinnen und Bloggern, die Texte ausgewählt und auch die Autorinnen bis heute Abend zur Verkündung des Preises begleitet haben. Ich bedanke mich bei Tobias Nazemi, dem Initiator des Blockbuster-Preises und Organisator, der im Hintergrund fleißig gewerkelt hat, der diverse Kooperationen auf die Beine gestellt hat. Hätte ich nicht irgendwas bei Facebook eben falsch gemacht oder hätte Facebook nicht irgendwie Schluck aufgehabt, hätte sogar der Bayerische Rundfunk die New York Times und Spiegel Online übertragen. Leider ist der Stream jetzt nur auf Eichborn gelaufen, aber kann noch gerne von allen geteilt und auch im Nachhinein angeschaut werden. Also vielen Dank an alle für diesen schönen, kurzweiligen Abend. Vielen Dank auch an Franziska Gänzler und Ela Meyer. Es war wirklich schwer, einen Gewinnertext zu finden. Genau, aber ich glaube, also das war wirklich heute Abend auch toll, dass wir euch kennengelernt haben und mit euch gesprochen haben. Und genau, damit verabschiede ich mich. Wir feiern jetzt alles schön in unseren heimischen vier Wänden. Und genau, ich wünsche noch einen schönen Abend und danke allerseits. Danke. Gut. Tschüss. Tschüss.